Hallo Leute, ich bin's mal wieder natürlich mit dem Thema Java und ich mache hier gleich mal weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich mit den Booleans. Denn ich habe euch ja letztes Mal gesagt, dass wir damit richtig coole Sachen machen können, wenn wir Schleifen benutzen, dass die dafür ziemlich wichtig sind. Aber was Schleifen sind, habe ich euch überhaupt noch nicht gesagt. Das ist nämlich auch ein eigenes Thema. So, also unser Programm hört natürlich nicht auf, wenn wir hier einfach System.out.print eingeben. Das ist ja klar. So, und deswegen lösche ich hier mal eben auch raus. Die brauchen wir jetzt nicht. So. Das hier brauchen wir jetzt auch gerade nicht. So, unser Boolean, Bool, also ist einfach sein Name, hat hier den Wert false. So, und jetzt fangen wir mal an mit der ersten Schleife, der if-Schleife. Also, ich habe hier if. Hier rein kommt die Bedingung, Englisch Condition. Die Variable gibt es natürlich noch nicht, deswegen gibt es gerade einen Fehler. Dann kommen hier geschweifte Klammern. Und jetzt wird es schon langsam unübersichtlich, deswegen tue ich das mal ein bisschen tiefer. Das hier seht ihr vielleicht, Entschuldigung, das hier seht ihr vielleicht, ist hier oben leicht markiert. Dazu sieht man, zu was die Klammer gehört. Auch dadurch, dass es hier auf einer Zeile steht. Deswegen gehört es hier zu der Main-Funktion. Ich tue das jetzt einfach mal ein bisschen tiefer. So, if Bedingung. Also if von dieser Bedingung und dann wird dieser Block hier ausgeführt. Das heißt, wenn diese Bedingung hier wahr ist, und ihr seht, hier kommen wir wieder auf die Booleans zurück, wenn es hier drin wahr ist, dann wird das hier ausgeführt. Zum Beispiel sysout, die Aussage war wahr. Einmal mit H, einmal ohne H. So, wenn ich jetzt hier mir einen Boolean Condition erstelle und den auf False setze, was erwartet ihr dann wohl? Nun ja, ich habe gesagt, wenn diese Bedingung hier innen drin wahr ist, dann gehen wir in diese Schleife rein. Und dann wird diese Schleife hier drin ausgeführt, also alles, was innerhalb dieser geschweiften Klammern steht. So, vorne dran natürlich das Schlüsselwort if, damit der Compiler weiß, was er machen muss. Also, hier haben wir ihr den Wert fa false zugewiesen, also falsch. Das heißt, diese Schleife sollte eigentlich nicht ausgeführt werden und es passiert einfach gar nichts. In unserer Konsole steht nichts. Wenn wir jetzt hier aber true reinschreiben und speichern natürlich, dann wird hier ausgegeben, die Aussage war wahr. Ja, schön. Das heißt, wir sind hier reingegangen und dieser Teil wurde ausgeführt. Nun, was machen wir, wenn wir zum Beispiel in dem einen Fall, also die Aussage ist wahr, das ausführen wollen, im anderen Fall wollen wir aber nicht nichts machen, sondern was anderes machen? Dann schreiben wir hier ein else rein. So. Und hier können wir dann eben das machen, was ausgeführt wird, wenn die Aussage falsch war. Also die Aussage war falsch. Momentan ist unsere Aussage noch wahr. Wie man sieht, wenn man es ausführt, die Aussage war wahr. Wenn ich jetzt hier aber ein False reinschreibe, dann sehen wir, die Aussage war falsch. Ja. Das bedeutet, wir sind nicht hier reingegangen, sondern haben diesen Teil hier komplett übersprungen und haben diesen Teil dann ausgeführt. Das heißt, der if-Teil wird genau, also dieser Teil hier, wird genau dann ausgeführt, wenn die Bedingung wahr ist und der else-Teil wird eben dann genau nicht ausgeführt. Wenn die Bedingung nicht wahr ist, wird genau dann dieser Teil hier ausgeführt und der else-Teil eben nicht. So, jetzt habe ich natürlich auch noch die Möglichkeit, mehrere Bedingungen zu haben. Ich kann ja hier zum Beispiel noch eine zweite Condition haben. Also, ja, Boolean Condition 2 ist gleich true. So, was mache ich jetzt mit dieser Condition? Nun, ich kann jetzt hier einfach mal reinschreiben, else if. Und dann hier die Condition 2 benutzen. So, jetzt habe ich schon einen dreigeteilten if-Zweig. Also wenn die Bedingung 1 wahr ist, dann wird genau dieser Teil ausgeführt und der Rest nicht mehr. Das müsst ihr wirklich aufpassen. Ich schreibe hier gerade noch kurz rein, dass die zweite Aussage wahr war. Die Aussage 2 war. Ja. Aber ich habe jetzt hier, okay, momentan ist der falsch. Wenn ich jetzt hier beide auf True setze, dann ist ja hier die Bedingung wahr. Das heißt, wir gehen in diesen Zweig rein. Aber
Danach gehen wir nicht weiter. Das heißt, else-Teile werden nicht mehr ausgeführt, sobald wir was gemacht haben. Wenn wir jetzt hier aber diese Bedingung falsch haben, es tut mir leid, ich bin irgendwie erkältet heute, wenn diese Bedingung falsch ist, dann gehen wir in den zweiten Teil. Und dann wird das hier ausgegeben. Aber auch der Teil wird nicht mehr ausgegeben. Das heißt, wir können nur in einen von diesen drei Teilen hier reingehen. Also entweder der hier, wenn die erste Bedingung falsch ist, oder der hier, wenn die zweite Bedingung falsch ist, oder wenn beide wahr ist jeweils, Entschuldigung, oder der dritte Teil, wenn eben beide Bedingungen falsch sind. So, jetzt können wir die natürlich auch noch kombinieren. Denn wir wollen ja hier vielleicht auch noch komplexere Anfragen stellen, also nicht nur hier True und False jeweils einzeln abfragen, sondern wir können die auch kombinieren. Und das nennt man arithmetische Operationen. Und die möchte ich euch gerade mal zeigen. Also, ich habe hier zwei Booleans. Und ich erstelle mir jetzt hier noch einen dritten. So, und jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich habe zwei Booleans gegeben, die Condition 1 und die Condition 2, also Condition und Condition 2. Und jetzt kann ich hier sowas machen wie das hier. Das bedeutet, Condition, also die hier, cont, oder ich nenne sie mal result, das ist glaube ich eindeutiger. Result wird wahr, sobald Condition und Condition 2 wahr sind. Das ist sozusagen das logische Und. Also wenn beide hier drin wahr sind, dann wird das Result auch wahr. Sobald eine davon falsch ist, ist Result auch falsch. Okay, gut. Das ist das Erste. Und dann habe ich noch das Oder. Hier habe ich, sobald Condition wahr ist oder sobald Condition 2 wahr ist, wird das Result wahr. Das ist kein Entweder-Oder, sondern ein Oder, das auch wahr wird. Also Result wird auch wahr, wenn Condition 1 und Condition 2 wahr sind. Also habe ich hier drei Möglichkeiten, wie Result wahr wird. Ja, diese beiden Möglichkeiten habe ich jetzt gerade mal. Mehr fällt mir so auf die Schnelle nicht ein, wie man die verknüpft. Man kann die natürlich auch noch beliebig irgendwie benutzen, also sowas hier machen. Ich kann sie klammern und dann kann ich noch mir mit einem logischen Und davor die Condition schreiben. Das heißt, sobald Condition wahr wird und Condition oder Condition 2 wahr ist, also ihr seht, da kann man viel Scheißdreck mitmachen. Das hier macht jetzt absolut gerade gar keinen Sinn, denn sobald das hier wahr ist, wird natürlich auch logischerweise die Klammer wahr und dadurch das Ganze. Also das macht gerade wenig Sinn, aber ihr versteht, glaube ich, was ich sagen will. Man kann die Klammern und so weiter und so fort. Da gibt es teilweise richtig komplizierte Strukturen für. Brauchen wir jetzt aber gerade nicht. So, und damit habt ihr schon die If-Schleife kennengelernt. Und ein paar arithmetische Operationen für Booleans. Gut. Nochmal mit den If-Schleifen, würde ich sagen. Denn wir haben hier noch einiges gar nicht gemacht. Beziehungsweise eigentlich gehört es nicht direkt zu den If-Schleifen, sondern eher zu den Booleans. Deswegen erstellen wir uns doch hier mal gleich ein. Und weisen dem den Wert true zu, damit auch der Compiler nicht gleich rummeckert. So, und jetzt möchte ich euch zeigen, wie man denn eigentlich If-Schleifen überhaupt verwendet. Also meistens wird davor kein Boolean erstellt und dem dann den Wert zugewiesen, was natürlich auch geht, indem ich dann hier einfach if bool reinschreibe. Denn wenn der hier true ist, dann wird der Block ja ausgeführt, der jetzt gerade momentan noch nichts macht. Aber in den meisten Fällen werde ich davor nicht einen Boolean erstellen und dem einen Wert zuweisen, sondern ich werde direkt hier drin in der Bedingungsklammer werde ich meinen Boolean kreieren. Ich kann da zum Beispiel schreiben, wenn 5 größer als 2 ist. Ja? Das heißt, ich habe hier einen Integerwert und vergleiche ihn mit einem anderen Integerwert. Und wenn diese Bedingung hier drin stimmt, dann führe ich das hier aus. Ist 5 größer als 2? Naja, ich würde sagen schon. Also wird das hier ausgeführt. Ich könnte das jetzt natürlich auch alles hier reinschreiben und dann würde hier der Boolean bool, also mit dem Namen bool, auch wahr enthalten, denn 5 ist ja bekanntlich größer als 2. Diese Werte hier können natürlich auch Variablen sein, also sowas wie int 5 und
int, was weiß ich, was ist gleich 2, kann man dann hier drin vergleichen. Oder, und jetzt kommt ein großer Unterschied, wenn ich sie auf Gleichheit vergleichen möchte, brauche ich nicht ein Gleichheitszeichen, sondern zwei. So, ein Gleichheitszeichen, wie wir hier oben sehen, ist die Zuweisung. Das heißt, dem Bool wird der Wert 5 größer 2, also wahr, zugewiesen. Wenn ich jetzt aber vergleichen will, sind sie gleich, also 5 gleich gleich 2, dann ist es was anderes. Dann ist es so, als würde ich sagen, ist 5 gleich 2? Wenn ja, dann ist es true und wenn nein, dann ist es halt false. So, dann kann ich natürlich noch größer gleich machen, kleiner gleich, kleiner und ungleich gibt es auch. Ungleich ist dieses Ausrufezeichen mit dem Gleichheitszeichen. Das ist bei den Integern mal alles, was wir brauchen. Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, wie wir uns Booleans erstellen können, nämlich durch irgendwelche Berechnungen oder sowas. Also bool gleich 5 größer 2 oder 2 größer 1. So, jetzt wird schon etwas komplizierter. Kann mir noch jemand folgen? Was hat dieser Wert bool jetzt für einen Wert? Also hier steht, wenn 5 größer 2 ist, oder aber wenn 2 größer 1 ist, dann hat der Wert bool den Wert true. So, das heißt, er ist auf jeden Fall wahr, denn beide Bedingungen sind wahr. Wenn aber beide Bedingungen wahr sind, dann ist sogar das hier wahr. Wenn ich jetzt aber nochmal zu dem zurückgehe und hier ein kleiner mache, was passiert jetzt? Nun ja, lasst es uns ausprobieren. Wer hätte es gedacht? Eins davon war also wahr. Nun ja, da 2 nicht kleiner 1 ist, muss wohl 5 größer als 2 gewesen sein. Und da ich die beiden durch ein Oder verknüpft habe, war dieser Bool hier wohl wahr. Wenn ich jetzt hier aber dieses logische Und hinschreibe, dann passiert gar nichts mehr. Das heißt, ich versuche hier den Wert Bool zuzuweisen, wenn 5 größer als 2 ist und, also auch nur wenn beides wahr ist und 2 kleiner als 1 ist, was es bekanntlich nicht ist, dann kann man sagen, es ist wahr geworden. Ja, das als kleiner Nachtrag. Ich hoffe, ich kriege den Schnitt einigermaßen hin. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.